An der Edewächter Oberschule werden im mittlerweile dritten Bauabschnitt weitere Flachdächer und Fassaden aus energetischen Gründen saniert. Diese Maßnahme läuft noch bis Jahresende. An der Reihe sind diesmal ein dreigeschossiges Schulgebäude und der Verwaltungstrakt. Die Kosten dafür belaufen sich nach Angaben von Diplom-Ingenieur Jens Büsselmann, der bei der Gemeinde Edewecht für Gebäudemanagement zuständig ist, auf rund 800.000 Euro.